Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Fishing the North Atlantic mit meiner Wenigkeit. Hallo, ich grüße euch heute auf den Ocean Runner, ja, den Ozean Renner in dem Falle. Ein neues Schiff, ich habe natürlich wieder ein bisschen vorgespielt und heute schauen wir uns nochmal die Netze an und wir gehen auf die Schnellfischjagd. Ob das alles so klappen wird, wie es klappen wird, das ist so die Frage aller Fragen. Ihr seht, ich bin gerade mit der Schnellreise hier unterwegs. Wir sehen schon ins Grüne, das ist schön. Die blaue Phase werden wir aber wohl kurzfristig verpassen, weil die ist jetzt und wir haben noch 9 Kilometer. Das sieht eher schlecht aus, weil die Dinger sind ja wieder am Eimer der Welt gewesen. Also nicht ganz optimal, aber naja, oder vielleicht reicht es doch noch, wir wissen es nicht. Es wird langsam wieder, es wird langsam wieder. Naja, gut. Besser als nichts, ich nehme den Herrn mal hier mit. Gehen mal hier in die Arbeitsbeleuchtung hier mit rein. Sehr schön, machen wir mal hier ein bisschen Musik an. Und dann schauen wir mal, ob das hier was geworden ist, beziehungsweise die sind alle hier gerade schon grün geworden. Also vom optimalen Fenster her leider nicht mehr da. Ocean Runner, 60.000 Kilogramm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Menge. Und auch der Name ist jetzt, wie sagt man so schön, Name ist Programm. Also er ist relativ schnell, muss man sagen. Ansonsten Groß- oder Netzfischen ist halt das Übliche, wie ihr es halt schon kennt. Ne? 165 Meter Netze auswerfen und dann hier über das Ding das Ganze einsammeln. Könnte ich theoretisch auch die KI machen lassen. Aber wenn man hier wirklich perfekt treffen will, dann ist die KI da im Endeffekt nicht förderlich. Aber dieser Ocean Runner hat noch, das war jetzt nicht so geil, hat auch noch eine neue Besonderheit. Und zwar eine Ausnehmmaschine. Die können wir leider nicht bedienen, das ist das Problem. Das ist rein für die KI zuständig. Aber damit ist das Ausnehmen der KI deutlich schneller und es kann bis zu zweimal gemacht werden. Der größte Vorteil an dem Schiff ist allerdings einfach das Ladevolumen. Wir hatten ja beim letzten Mal den Hummerfang, beziehungsweise, naja, so wirklich erfolgreich war er nicht. Es gab mittlerweile ein Update, was das Problem wieder behoben hat, aber ich habe mir gedacht, okay, hab's euch jetzt gezeigt. Erstmal, wie das aussieht. Deswegen gehen wir mal wieder aufs Traditionelle hier runter. Und zwar auf die Netze, denn die Schneekrabben, die fehlen uns in dem Fall ja momentan noch. Da fehlt mir aber auch die Kohle. Ja, da brauchen wir immer was an Geld dafür. Und das wird sich leider noch ein bisschen hinziehen, bis ich das habe. Und leider auch wieder noch gut getroffen. 13.000 Kilogramm gefangen. Das ist soweit ganz nett. Ganz, ganz nett, muss man wirklich sagen. Und 60.000 Kilogramm haben wir ja, wie gesagt, hier an Bord. Wir haben insgesamt drei Netze hingeschmissen über den Sonar. Der Sonar wurde jetzt mittlerweile mit dem neuesten Update gefixt. Scheinbar hat der Sonar Fische angezeigt, die gar nicht da waren. Das würde manchen Fail erklären, beziehungsweise manche Tipps, wo dann nichts war. Aber okay. Habe ich mich ziemlich drüber geärgert, aber gut, man kann bekanntermaßen nicht alles haben. Ihr seht hier, der Ocean Runner, der schafft so, wenn er mal gute Laune hat, bis zu 10 Meter die Sekunde. Also durchaus schon schnell, hat einen großen Tank, also dass man auch mal, wie sagt man so schön, größere Dinge mit überbrücken kann. Ja, wir müssen aber allerdings, genau, mal stoppen hier. Wir müssen einmal an der Boje nochmal rückwärts ranfahren. Der Nachteil am Ocean Runner ist, der hat eine sehr träge Lenkung, beziehungsweise ein sehr träges Ansprechverhalten, was vorwärts-rückwärts angeht. Also wenn man das einstellt, was ja soweit normal ist, ihr seht, er braucht Ewigkeiten, bis wir von Eingang, also bitte vorwärts-rückwärts, bis wir da hinkommen. Das ist gar nichts. Ich sehe aber gerade hier auf den Sonar, hier liegt leider Gottes auch nichts mehr Aufregendes. Muss man auch dazu sagen. The Duration, mal kurz gucken, ob ich jetzt hier so ungefähr richtig bin. Ja, können wir einholen. Sehr schön. Dann lasset es starten. Hier sind jetzt noch 13 Fische dran. Vor uns hier vorne waren es noch 15. Also hier wird es ein bisschen weniger. Umso wichtiger ist es dann am Ende des Tages, dass wir einmal hier den perfekten Hit treffen. Aber zwischen perfekt und gut sollten wir uns einkalkulieren. Na, das ist weniger das, ich glaube mal, das sollte weniger das Problem sein. Und solange ich das hier mache und der andere halt einfach nur das Netz reinholt, ist das auch vollkommen in Ordnung, weil da kann ich den größten
den größten Dulli dran setzen. Das ist egal. Solange ich hier das mache, ist das alles noch in Ordnung. So, ihr seht, hier kommen einige Fische raus, beziehungsweise auch, ne, auch große. Beziehungsweise den hier. Ich glaube, das ist der Schnellfisch, wenn mich nicht alles täuscht. Der sollte auch hier vorüber maximal gefangen werden. Jedenfalls laut den Tipp sollten die ja hier sein. Wir haben ab und zu auch mal einen Bill Beifang hier mit dabei. Klassischer Fall. Aber du sag mal ja nicht nein. Ja. Aber es ist halt weiterhin noch am meisten Schwertfisch und Thunfisch. Die bringen am meisten Geld. Wir sind aber mittlerweile auch im Ende November angelangt. Ne? Muss man auch mal sagen. Und beziehungsweise im November halt einfach drin. Und da ist es halt, ja, ist doch in Ordnung, Junge. Da ist es halt wirklich so, dass die Thunfischsaison leider vorbei ist. Die geht nämlich nur bis Oktober, laut Wiki, oder September, eins von beiden. Das heißt, Thunfische werden wir jetzt aktuell nicht mehr fangen können. Beim letzten Mal, also wo wir jetzt, also gestern die Hummer gefangen haben, da waren wir im Mai. Deswegen wundert euch nicht, wie wir hier dies, das, Ananas, ne? Also wir switchen so ein bisschen durch die Monate hier hin und her. Aber es gibt halt sogenannte Fangsaisons, ne? Oder Fangseasons für die einzelnen Fischarten, klassischer Fall. Ne? Es gibt ja Ruhezeiten und Schonzeiten und dann hast du halt nicht gesehen. Deswegen müssen wir uns dann natürlich auch im Spiel daran halten. Und deswegen muss man hier ab und zu mal ein bisschen vorspulen und so weiter und so fort. Zieht sich alles ein bisschen hin, weil wir können immer nur eine Woche vorspulen. Also das ist nicht wirklich vorgesehen, Monate halt einfach vorzuspulen. Aber der aktuellen Season hier, also ich glaube, die Anfang Januar, Februar kommen dann diese Schneekrabben mit dazu. Das ist zwar nett, aber wie gesagt, wir haben halt absolut kein Fahrzeug dafür oder Schiff in dem Sinne, was das Ganze halt einfach einsammeln kann. Deswegen müssen wir hier erstmal nochmal mit Netzen arbeiten. Durch die Kapazitäten, die uns jetzt aber langsam aber sicher zur Verfügung stehen, ist aber natürlich auch mehr Geld pro Ablieferung drin. Das sollte man auch in dem Falle mit anmerken. Sodass dann auch sowas wie 12 Millionen, 16 Millionen, 69 Millionen weniger das Problem sind durch diese riesige Kapazität eben. So. Zack. Und dann machen wir einen vorletzten. Und bitteschön. Und der letzte, werden wir da nochmal den perfekten Hit treffen. Nein, da werden wir nicht den perfekten Hit treffen. Gut, das waren nochmal 9000 Kilogramm. Also wir haben insgesamt 34.000 Kilogramm genommen. Jetzt können wir einmal hier die Mitarbeiter da dran setzen. Servus, Grüße. Und das ist nämlich jetzt hier die Ausnehmmaschine. Da komme ich aber, wie gesagt, leider nicht dran. Na, also das ist nur für der KI überlassen. Da habe ich leider keinen Zugriff drauf. Und ihr seht, die nehmen jetzt das Ganze aus. Na, ohne irgendwelche Probleme. Und währenddessen ich jetzt hier Schnellreise machen kann. Wir verkaufen das mal hier oben. Hau das hin. Genau. Machen wir jetzt hier mal Schnellreise. Und innerhalb der Schnellreise arbeiten die das halt ab. Also nicht nur die Zeit vergeht, sondern die KI arbeitet in dem Fall auch weiter und nimmt das Ding oder nimmt das Zeug weiter aus. Was soweit ganz, ganz geil ist, denn bis dahin, also die müssten jetzt eigentlich schon fertig sein, wenn ich mir das hier angucke, oder? Ja, die sind zum Beispiel jetzt hier schon fertig. Ne? Kann ich die wieder ins Ausruhen schicken. Sehr gut. Und dann bitte einmal weiter vor. Und dann haben die jetzt die 34 Tonnen Fisch über die Maschine ausgenommen. Und ich muss mich nicht mehr damit rumquälen. Ich kann natürlich weiterhin, also wenn ich das umrüste, kann ich das auch weiterhin über die Hand ausnehmen. Aber die Maschine ist besser. Ne? Also die Maschine ist halt wirklich besser. Die ist präziser. Die macht zwar auch manchmal Fails, aber es ist trotzdem im Vergleich dazu ist es angenehmer. Wir können uns das ja mal anschauen. Wir haben jetzt 34 Kilogramm drin. Ihr seht hier, wir haben extrem viele Vierer, ein paar Fünfer, ein paar Dreier auch, ne, aber kaum Zweier und sowas. Also von daher, das ist eigentlich schon ganz, ganz angenehm. Das muss man wirklich sagen. Hier jedes Mal die Kackmusik ausgeht, ja. So, und dann fahren wir jetzt einmal hier Run. Kroten haben wir bis zu 200, ne, ihr seht das hier, Kabeljau haben wir jetzt schon 20.000 gefangen. Ne, das ist jetzt aber im Vergleich zu dem, was wir theoretisch gesehen fangen können, auch nichts. Deswegen legen wir einmal an, gucken wir mal hier am Dennis Point, wie das aussieht. Die Schiffe, oh ja, schöner Grafikfehler. Also, wir haben einen Sonderpreis für Kabeljau. Preis ist gewöhnlich für Schnellfisch und Seelachs haben wir ja auch einen Sonderpreis, sehr gut. Dann werden wir das einmal verkaufen.
Sehr schön. Und dann haben wir jetzt hier wieder, oh Alter, da haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Kohle gemacht. Warum jetzt hier gerade so ein wunderschöner Grafikfehler ist, das weiß ich nicht. Ich sehe aber gerade, wo habe ich denn hier meine Maus? Dankeschön. Haben wir denn an der Bar Tipps? Nein, wir haben an der Bar keine Tipps. Okay, dann würde ich einmal sagen, bevor wir hier einen komplett epileptischen Anfall bekommen, verpissen wir uns hier wieder. Alter, holy moly. So, schöner Grafikfehler, schöner Grafikfehler. So, versichern wir uns hier wieder. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Etage weiter rüber. Zack, zack, zack. Und zwar hier drüben. Und schauen mal, ob es da ein paar Neuigkeiten gibt. Kann ja manchmal sein. Schnellreisefunktion wird ja natürlich hier wieder. Wartet mal. Ein bisschen weiter hoch hier. So, man muss da ab und zu noch immer mal ein bisschen damit rumkaspern. Dann geht das aber schon. Also wir haben jetzt ca. 100 und ein paar zerquetschte Tausender hier dafür bekommen. Das war jetzt okay, ne? Das waren jetzt aber halt auch nicht die geilsten Fische, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, die Thunfischjagd, die zum Beispiel richtig viel Kohle bringt, die ist halt momentan auch einfach nicht aktiv, ne? Also das ist so das größte Problem an der Geschichte. Jetzt gehen wir mal kurz hier in den Hafen rein. Moin, Servus. Ah ja, hier ist auch wieder dieser Grafikfehler, okay. Da hat das Spiel gerade mal schlechte Laune. Aber hier gibt es auch momentan keine Tipps. Gut, dann gehen wir mal hier auf 10 Uhr morgens. Haben wir hier irgendwas überspringen können. Ihr ignoriert das Geflackere einfach mal, genauso wie ich. Ja, wir haben ja Kabeljau vor einer Woche. Das ist jetzt aber ohne wirklich das, was ich will. Wir überspringen mal eine Woche. Gucken wir mal. Ne, die Bank brauche ich nicht. Brauchen wir mal eine Bar. Was gibt es hier so an Tipps? Ah ja, wir haben jetzt zum Beispiel Rotbarsch. Das ist sehr schön. Da können wir arbeiten. Da muss ich nur gerade mal gucken, ob wir hier noch genug Fanggeräte haben. Ja, ne? Wir haben momentan 6 Netze an Bord. Ja gut, das sollte soweit eigentlich reichen. Dann gucken wir mal an, wo der wo der Rotbarsch gesichtet worden ist. Denn es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass die Tipps wertlos sind. Also wertlos, wertlos. Und das scheint wiederum einer zu sein, der wertlos ist. Denn uns wird ja nichts auf der Karte angezeigt. Beziehungsweise die Dinger spawnen dann außerhalb der Karte. Und das war gerade wieder so ein Tipp. Ihr seht das, hier ist nix. Nix, ich hatte auch schon mal, dass eine Markierung auf dem Land war. Das fand ich ganz lustig. Der Schnellfisch kann weg. Aber hier ist halt nix. Also, und ich habe mir hier aber den Tipp gekauft, ne? Also, ja, es wurden Fehler behoben. Es sind aber auch wiederum neue kleine Fehlerchen mit dazugekommen. Leider Gottes. Muss man in dem Sinne ja mal wirklich sagen. Aber okay, wir überspringen mal 24 Stunden. Gucken mal an, was hat die Bar hier noch so zu bieten. Wir haben Kabeljau und Schnellfisch. Ja, Kabeljau ist jetzt an sich auch nicht verkehrt. Wo soll denn der sein, bitte? Hier ist nix. Auch wieder nix. Ah, hier, Kabeljau, vor 3 Tagen. Ja gut, da sind wir natürlich jetzt vom Lockpoint am weitesten weg, um ehrlich zu sein. So, wartet mal, kurz hier so. So. Aber okay, machen wir da mal kurz hin. Na, das sind 12 Kilometer, 5 Kilometer. Ja, sind schon ein paar Kilometer, die wir da noch zurücklegen müssen, aber das ist okay. Wir tanken mal das Schiff auf, bezahlen mal hier die Reparatur. Und fahren dann mal rückwärts raus hier. Und dann versuchen wir mal ein bisschen Kabeljau zu finden. Dann können wir das nämlich an unseren Heimathafen in dem Sinne gleich mit abgeben. Und somit sollten wir dafür vielleicht, wohl bemerkt, das Wort vielleicht, noch ein bisschen gutes Geld dafür bekommen. Schauen wir mal. Schnellreise hier hat erstmal funktioniert. Sehr schön. Ja, korrigieren ab und zu mal hier die Strecken an, dass das jetzt nicht allzu weit ist. Mal kurz gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Ich muss da mal noch einen reinsetzen. Jetzt wird irgendwo was blockiert. Der Hawk wurde gefunden. Sehr schön. Das freut mir. Dann bitte einmal den hier machen. Genau. So. Hoppala. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier irgendwie so in das Gebiet hier reinkommen. So halbwegs. Und dann schauen wir mal, was wir über das Dings rausfinden können. Ihr seht, wir kommen halt auch erstmal aktuell wieder nachts an.
Ich meine, ist natürlich klar, ne? Je nachdem, wann man halt losfährt, was man für eine Strecke da zurücklegen muss, etc. pp. Ne? Desto später wird es halt am Ende des Tages auch und somit ist man halt mehr nachts unterwegs. Kann man alles steuern, wenn man das will. Aber jo, so, wir gehen mal auf das Fischsonar 250 Meter. Wir haben ungefähr 165, ne, wir haben ja 165 Meter, was das angeht, an Länge. Das heißt, alles, was das so mehr oder weniger hier reinschippert, können wir dann sehen. Aber an der momentan konkreten Stelle, wo hier was sein soll, ist laut Fischsonar gar nichts. Also mal so gar nichts ist, ne? Na, ich gehe mal hier kurz auf 1 Kilometer. Und selbst im gesamten Kilometerradius haben wir hier an Fischen gar nichts. Also gar nichts. Ne? Also weder hier ums herum ein Kilometer, hier ist nichts. Das ist ein toller Tipp, ohne Frage. Also wenn hier gar nichts ist, dann bringt uns das nämlich, wer hätte es gedacht, gar nichts. So, gucken wir mal, wie das hier aussieht. Aber der Sonar schlägt hier... Ihr seht die Tiefe, wir haben 150 Meter Wassertiefe in dem Fall. Und hier ist nichts. Also gar nichts. Das ist ein sehr guter Tipp gewesen. Muss man wirklich mal sagen. Kappa. Gucken wir mal, wie das hier so aussieht. Ja, es fängt halt an mit Schneien, ist klar. Aber ihr seht hier rundherum 1 Kilometer und 1 Kilometer ist jetzt schon weit. Ne? Was das angeht, da ist halt hier gar nichts. Also mal gar nichts. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ja, ihr seht hier, ist halt tote Hose. Ja, komplett tote Hose. Aber die wurden eigentlich erst vor 3 Tagen gesichtet, aber ihr seht, man, das kann selbst so sein. Manchmal sind die Tipps eher, kann man sich schon fragen, okay, interessant. Interessant, weil hier laut Fischsonar ist halt gar nichts in der Umgebung. Und hier kommen wir dann langsam auch Richtung Dings. Also wir können gerne mal nach da vorne rammeln, wo es dann auch ein bisschen tiefer wird. Aber der Sonar hier sagt halt, du, ich habe keine Ahnung, was du willst. Ja, sag, hier gehen wir mal auf 150. Dann sieht man, ihr seid nichts. Wir nähern uns jetzt halt hier der nächsten Linie. Also sprich der nächst tieferen Gewässer. Aber auch da, das sieht man auch auf den Sonar schon. Also gut, würde die 150 da nicht dastehen. Aber man wird es gleich sehen, dann geht das ein bisschen weiter bergab. Aber ihr seht, hier ist halt nichts. Also auch weder in der Umgebung ist hier nichts. Das war also mal ein Tipp, den kann man sich dementsprechend in die Haare schmieren. Ne? Also mal komplett in die Haare schmieren. Ja, sehr schön. Sehr gut. Ja, ne, also hier, das können wir einmal den hier machen, ne? Und dann können wir mal ganz schnell wieder in unseren Heimathafen fahren, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch ein paar ordentlichere Tipps bekommen, weil das konntest du dir jetzt ja einmal komplett schenken. Ja? Wäre aber auch zu einfach gewesen, in meinen Augen. Wäre viel zu einfach gewesen. Gucken wir mal, ob wir uns in unseren Heimathafen noch was finden. So, machen wir kurz die Schnellreise. Das ist immer nur, dass wir da hier nicht... irgendwo rum ambeln. So. Was gibt's denn? Nee, nicht an der Werf. Was gibt's denn in der Bar, meine Herren? Meine Herren. Schnellfisch vor einer Woche. Das ist nicht viel. Muss man ja wirklich mal sagen. Das ist in dem Falle wirklich nicht viel. So, überspringen wir das mal auf 1 Uhr nachts. Gucken wir mal, ob es dann am nächsten Tag hier. Nee, jetzt haben wir erstmal gar keine Tipps mehr. Okay. Spuren wir mal bitte vor, so auf 7 Uhr morgens. Ich gehe auch immer wieder komplett falsch hier rein, ne? So, überspringen wir mal nochmal komplett 24 Stunden. Ne? Also Tipps wollen sie hier momentan gar nicht geben. Immer noch nicht. Halt irgendwelche dummen Aufträge, aber also dumm in Anführungsstrichen, aber ihr wisst, das ist halt so. Ja, mach mal, fahr mal von den Hafen in den anderen. Ah ja, abgestürzt. Sehr gut. Ja, und da ist das Spiel abgestürzt. Ja, das kommt leider aktuell auch noch vor, ne? Dass das Spiel ab und zu mal abstürzt. Aber gut. Ich würde sagen, ich habe euch den Ocean Runner in dem Falle mal gezeigt in dem Sinne. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich werde einfach weiter vorspielen, ne? Und wir schauen uns dann dementsprechend das nächste Mal dann wieder mit was anderem an. Vielleicht dann sogar mit den Schneekrabben-Ding. Mal gucken, wie weit ich komme.
Ne? Kann nur mal sein, dass ein Tag hier eine Folge kommt, je nachdem, wie viel Zeit ich habe vorzuspielen. Ne? In dem Sinne, ich danke. Bis demnächst. Tschüssi, Gowski.